die mich hassen, sagen immer, Tanya, erzähl die Wahrheit. Tanya, wie fühlen Sie sich? Sowas wie die Wahrheit gibt es nicht. Jeder hat seine eigene Wahrheit. So, da sind wir wieder. Und mit wir meine ich natürlich ich. Ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt. Ich muss dazu sagen, die Gamescom und auch Gätchens großes Kino haben ein bisschen viel Arbeit aufgebracht, sodass ich einfach nicht die Zeit gefunden hatte, um ein paar Scheiben in den Player zu schieben. Dementsprechend konnte ich dann halt auch keine Besprechung aufzeichnen, aber ich habe jetzt mal ein paar Scheiben von meinem Stapel der Schande abgearbeitet. Und ja, beginnend mit dieser Woche werde ich jetzt ein paar Filme etwas kürzer besprechen als die letzten Male üblich. Ich habe mich aber den letzten Besprechungen bzw. bei dem einen oder anderen Film doch schon etwas hinreißen lassen. Und jetzt versuche ich das alles mal ein bisschen knackiger zu machen, aber hoffentlich noch genauso informativ, damit ihr vielleicht den einen oder anderen Film in euer Regal stellen werdet. Und ja, beginnen möchte ich mit I, Tonya. Und mit einer Frage, die da lautet, welcher Mensch ist in der Lage, seiner besten Freundin die Kniescheibe zertrümmern zu lassen? Denn das war eine Frage, die haben sich 1994 ziemlich viele Menschen gestellt. Und ja, aufgrund nun mal des Vorfalls oder des Unfalls oder des Attentats oder eben der Causa Tonya Harding, die halt, wie soll man sagen, erst 1994 so richtig berühmt wurde, obwohl sie schon 3 Jahre vorher den dreifachen Axel, einen der schwersten Sprünge im Eiskunstlauf, bei einem Wettbewerb bestanden hat. Ja, damit war sie die erste Amerikanerin, die diesen schwierigen Sprung geschafft hat in einem Wettbewerb. Es gab vorher noch eine Frau, die hat es bei, ich weiß nicht, ich glaube es war eine Asiatin oder so, die hat es bei einem anderen Wettbewerb geschafft, aber Tonya Harding war eben die erste Amerikanerin. Und naja, das hat ihr zwar so einen kleinen Popularitätsschub gebracht, aber so richtig berühmt wurde sie dann erst 1994, als ja, ihr Ehemann, ein Mann namens Jeff, oh je, jetzt habe ich den Nachnamen nicht so richtig parat, Giluli heißt er, glaube ich. Giluli, ja. Als der, ja, Tonyas ärgster Konkurrentin, einer Dame namens Nancy Carrington, die Kniescheibe zertrümmern ließ. Also er beauftragte jemanden, der hat wieder jemanden beauftragt und der ging halt mit einer Eisenstange zum Training und hat auf Nancy Carrington eingeprügelt. Ja, wie es dazu kommen konnte, das versucht jetzt nun Regisseur Greg Gillespie mit seinem Film I, Tonya zu ergründen, zu erklären und vor allem humorvoll zu bebildern. Und schon gefickt? Wir wollen eine gesunde amerikanische Familie sehen. Ich habe aber keine gesunde amerikanische Familie. Du bist gelaufen wie eine unbeholfene Kampflesbe. Ich habe mich geschämt. Mein ganzes Leben lang hatte man mir gesagt, dass ich es zu nichts bringen würde. Und wissen Sie was? Vielleicht lagen die alle falsch. Ja, I, Tonya ist so eine Mischung aus Mockumentary, aus Docutainment, aus Biopic und ein bisschen American Hustle und ich finde auch Spurenelemente des Kinos von Martin Scorsese. Ja, denn Greg Gillespie inszeniert hier Interviews mit allen Beteiligten des Falles und verknüpft diese Interviews mit ja, Polizeiprotokollen oder den Infos aus Polizeiprotokollen und mit biografischen Fakten. Und daraus entsteht ein Film, den mag man manchmal überhaupt nicht glauben, weil es einfach so absurd ist, was da geschildert wird. Ja? Also diese Leute, die sind teilweise so überdreht und lassen sich zu Aktionen hinreißen oder sind überzeugt von gewissen Sachen oder bringen einfach irgendwelche Sachen, das will man gar nicht glauben. Bis man dann halt zum Beispiel am Ende des Films die Interviews sieht, die halt wirklich mit den echten Menschen aufgenommen worden sind. Und dann sieht man halt, ja, was die A von sich gegeben haben, wovon die überzeugt sind und B, wie die dann auch aussehen. Ja? Gerade im Fall von Tonya Hardings Mutter, die im Film halt die ganze Zeit mit einem kleinen Papagei auf der Schulter, einem Vogel auf der Schulter interviewt wird. Ja, dieses Interview hat wirklich so stattgefunden. Der Vogel saß wirklich auf der Schulter der wahren Mutter von Tonya Harding. Und Allison Janney, die
macht es halt wirklich ganz, ganz großartig. Ja. Also hier ist schon mal der erste Pluspunkt, die Frau. Die ist einfach nur klasse. Ja, ich habe die so gefeiert in dem Film. Die ist auf der einen Seite so böse, die ist auf der anderen Seite aber auch irgendwo ein bisschen tragisch, irgendwo ein bisschen verletzlich. Und man kann sie sogar in ein, zwei Momenten richtig, naja, wie soll man sagen, positiv nachvollziehen. Ja. Das ist wahrscheinlich eine der miesesten Filmmütter seit hier Monique in Precious. Die war ja auch sehr, sehr asozial. Aber trotzdem schafft sie es, dass man Verständnis für die Art und Weise, wie sie ihre Tochter behandelt hat, erzeugt. Ja. Und ja, dafür hat die einen Oscar verdient gehabt. Auf jeden Fall, keine Frage. Soll auf jeden Fall richtig, richtig verdient gewesen sein, meiner Ansicht nach. Also, Allison Janney als die Mutter, das ist einfach schon großartig. Wo willst du denn hin? Aufs Klo, ich muss mal. Erzähl mir nicht, was du tun musst. Ich bezahle dafür, dass du Schlittschuh läufst, also läufst du. Komm mal her. Tja, irgendwann musst du vom Eis runter, kapiert? Am Ende des Films wird halt einfach offensichtlich, nee, so absurd kann es gar nicht gewesen, also beziehungsweise so frei erfunden kann es gar nicht gewesen sein. Ja, irgendwas muss da gestimmt haben. Und naja, wenn man das so alles gesehen hat, ich weiß noch, als ich aus dem Kino kam, mein erster Gedanke war, ey, das ist eigentlich teilweise echt richtig, richtig witzig, pechschwarz, bitterböse, bitterkomisch, wenn es nicht auch gleichzeitig so zum Heulen wäre. Ja? Das sind hier Menschen, die haben diese eine Chance, die sie auf ein bisschen Glück gesehen haben. Ja? Die haben die hier bis aufs Blut, bis aufs Messer verteidigt. Und die haben darüber wirklich eisenhart drum gekämpft. Und ja, ne, dieses berühmte Schlagwort, ne, die Abgehängten, das ist wieder auch so ein bisschen Kino der Abgehängten. Ja. Die wollen diese Chance ergreifen und die wollen alles dafür tun. Und sie sind bereit, halt auch über ja, Verletzungen oder eben Leichen zu gehen. Und das kann man gut oder das kann man schlecht finden. Aber ich finde, Greg Gillespie schafft es, dass er es weitestgehend dem Zuschauer überlässt, was man davon hält. Ja? Man muss ja auch zum Beispiel dazu sagen, Tonya Harding hat ja erst Anfang 2018, ich denke mal, sie hat dann irgendwann auch gemerkt, okay, vielleicht, wenn jetzt der Film kommt und so weiter, ist es nicht ganz verkehrt, wenn ich noch mal ein bisschen ein paar Informationen rausgebe. Und die hat erst Anfang 2018, hat sie irgendwie zugegeben, auch von den Plänen ihres Mannes gewusst zu haben. Ja? Das sollte man sich halt alles mal im Hinterkopf dann verdeutlichen bzw. im Hinterkopf behalten, um halt das Geschehene und das Gesehene in I, Tonya richtig einordnen zu können. Naja, aber man muss halt auch dazu sagen, der Film auf der anderen Seite nimmt schon eine gewisse Position ein. Ja? Also er macht Tonya Harding nicht zum Opfer, nicht zum reinen Opfer so. Die ist stur, die ist laut, die ist ordinär, die ist vulgär. Die ist aggressiv und man möchte ihr manchmal echt wirklich eine klatschen, so. Ja. Trotzdem gönnt er ihr immer wieder Szenen, in der diese Figur auch ihre Würde zurückkriegt. Ja. In der man sieht, wie, ja, wie eigentlich übel hart die von allen Seiten behandelt wurde. Eben von ihrer Mutter oder auch jetzt dann von Jeff Gilooly, der, ja, in den sie natürlich auch verliebt war, aber das war halt so ein richtiger Liebeswahn, in den die sich da reingesteigert haben. Und ob die sich jetzt nun gegenseitig mit einer Schrotflinte beschossen haben oder nicht, spielt in dem Moment keine Rolle. Das war auf jeden Fall, es wird richtig vermittelt, dass die beiden sich genauso sehr geliebt wie gehasst haben und nicht voneinander los konnten. Ja? Und wenn man das alles sieht, dann kann man schon Mitgefühl für Tonya Harding entwickeln. Und dann kommt halt ja, die andere wirklich starke Komponente des Films zum Tragen, nämlich eben Margot Robbie. Und die spielt auch wirklich, wirklich gut. Also ehrlich, ich bin mit der mitgegangen. Ja? Ich musste genauso sehr, als sie zum Beispiel wirklich ganz fies geschminkt vor dem Spiegel steht und nun versuchen muss, dieses strahlende Etwas darzustellen beim Eiskunstlauf, was die Jury immer so gern sehen will. Ja? Und das halt eben nicht ist, weil sie halt nun mal wirklich ein gebranntes Kind ist, eine gebrannte Seele ist und so viel Scheiße erlebt hat und so viel Scheiße gefressen hat und sich trotzdem ja, ihren Platz, sage ich jetzt mal, in der Eiskunstlauf-Historie erarbeitet, erkämpft hat und die dann da steht und ja, alles über sie hereinbricht und das macht
Margot Robbie wirklich in dem Moment diese Mischung aus Wahnsinn, Irrsinn, Trauer, Verzweiflung. Das ist einfach beeindruckend gewesen, meiner Ansicht nach. Ja. Und ich fand es auch wirklich gut, dass sie für den Oscar nominiert war. Man muss jetzt halt in dem Jahr sagen, es war halt echt starke Konkurrenz, aber ich habe sie mindestens als zweitstärkste Position in diesem Jahr auf jeden Fall gesehen. Ja. Ich war nicht so ganz sicher, ob I, Tonya, ob die Academy jetzt das wirklich so gerne honorieren möchte, weil es ist ja nun mal halt auch ein Charakter, der beteiligt war an der Menge Scheiße, ja, beziehungsweise halt nun seine Beteiligung an dem Attentat auf Nancy Kerrigan nicht ganz abstreiten konnte oder nie ganz völlig, ja, fehlerfrei beweisen konnte oder einfach nie richtig beweisen konnte, dass sie nichts wusste. Und dementsprechend, naja, sie kriegt hier halt eine Würdigung, ne? Muss es ja auch sagen. Dieser Film, ob man sie jetzt nun mag oder nicht oder ob man jetzt nun glaubt, dass sie davon wusste oder nicht, er stellt ja schon in gewisser Weise ein gewisses, wie soll man sagen, filmisches Denkmal dar. Auch wenn der Film kritisch mit dieser Figur umgeht. Und das kann man ja schon dann von vorne, also man könnte eine gewisse, wie soll man sagen, Rechtfertigung in diesem Film sehen, dass die Taten, die sie gemacht hatten, oder dass das ganze Attentat oder dass diese ganze Skandalgeschichte einfach nochmal zu so etwas führt. Ja, da kann man schon vielleicht auch hier und da das Verständnis entwickeln, dass es vielleicht ja so eine Art Wiedergutmachung sein soll oder eben halt der Zweck manchmal doch die Mittel heiligt. Ich weiß, es ist jetzt komisch von mir gedacht oder ich finde jetzt auch mich selbst ein bisschen widersprüchlich. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu sehr verhaspelt. Aber was ich sagen möchte ist, es ist schön, dass es diesen Film gibt. Egal wie kritisch oder unkritisch Tonya Harding hier gesehen wird, denn er ist unter anderem halt auch verdammt unterhaltsam, was halt auch die Herangehensweise an das Thema erzeugt. So, denn diese ganzen Originalaufnahmen, der grisselige VHS-Look, den Gillespie über den Film zieht, diese Vermischung aus ja, modernen Interviews und alten Rückblicken, das erzeugt halt schon, sage ich mal, zum einen eine ziemlich authentische Atmosphäre und zum anderen generiert es auch ziemlich viel Tempo. Die Handlung springt hin und her, es wird immer wieder ein Ausschnitt aus ihrem Leben gezeigt, dann gibt es wieder Montagen zu fetziger Musik, dann gibt es aber auch schöne Montagen zum Beispiel, die mit völlig unpassender Musik unterlegt werden, um halt das Ganze zu konterkarieren, sagt man, glaube ich, immer gerne. Das fand ich auch ganz gut. Wie gesagt, das sind dann so diese Spurenelemente von Martin Scorsese, die für mich hier immer wieder einwirken. Und ja, ich fand es irgendwie cool, dass Gillespie Tonya Harding gewisse Szenen gönnt, in denen sie mal gut auftrumpfen darf, in denen sie halt einen flapsigen Spruch bringen kann oder in denen sie einfach sich als starke Figur erweist oder als vielleicht nicht ganz so schuldige Figur und so weiter und so fort. Also das ist klar schon so ein bisschen White Trash-Ballade, ich will es gar nicht abstreiten, aber trotzdem auch, obwohl da einige Figuren zum einen echt dumm sind, zum anderen echt scheiße sind, sie werden nie völlig ja, der Lächerlichkeit preisgegeben. Also er geht noch relativ fair mit diesen Figuren um. Die haben alle die Chance, nochmal zu zeigen, ey, das sind auch ganz normale Menschen, die halt unter bestimmten Umständen zu dem geworden sind, was sie nun mal geworden sind. Und ja, sie wurden halt geformt durch Armut, durch Schläge, durch Spott und dem Gefühl, nie gerecht behandelt worden zu sein. Und ich finde, das schafft der Film eigentlich ganz gut, diese Figuren zu erzeugen. Und ja, damit sind wir halt dann wieder doch in der Realität angelangt. Denn genau das ist jetzt halt auch dann gerade so ein bisschen das Thema in Hollywood oder in vielen Filmen aus Amerika eben. Dass es, wir hatten ja Florida Project zum Beispiel, ja, oder jetzt auch vor einiger Zeit The Rider oder dieser Film In the Middle of the River zum Beispiel. Ja, das ist halt dieses Kino der Abgehängten, des Trump-Amerikas, muss man leider sagen. Und das ist schon keine, sage ich mal, jetzt zufällige Erscheinung in diesem Film. Oder beziehungsweise in diesem Jahr oder in den letzten beiden Jahren. Also ich finde, da kann man schon eine Parallele ziehen. Und das macht halt dann auch I, Tonya zu einem Biopic, das aktueller fast nicht sein könnte. Obwohl es halt über eine vergangene Geschichte beziehungsweise über eine Figur, eine prominente Figur aus der Vergangenheit spricht.
Und alles in allem kann ich nur sagen, ey, er ist schmissig inszeniert, er ist wirklich teilweise pechschwarz. Nichtsdestotrotz lässt er, sage ich mal, nie außer Acht, um was es hier eigentlich ging und wie bescheuert das war und wie schlecht das war und wie gemein oder gefährlich das war. Und ja, daraus ergibt sich eine doch eigenwillige Mischung, aber eine sehr unterhaltsame Mischung und eine Mischung, die sehr, sehr toll gespielt ist, eben von Margot Robbie und von Allison Janney. Als ich ein Kind war, hast du mich da je geliebt? Ich hab dich zum Star gemacht, obwohl ich wusste, dass du mich hassen würdest. So ein Opfer bringt nur eine Mutter. Verflucht hast du mich. Amerika. Sie wollen jemanden, den sie lieben können. Aber sie wollen auch jemanden, den sie hassen können. Ich meine, ich bitte sie. Was für ein Freak zertrümmert denn die Kniescheibe seiner Freundin, echt jetzt? Wer tut einer Freundin sowas an? Solltet ihr nun Interesse an diesem doch eher außergewöhnlichen Biopic oder dieser eher eigensinnigen Rekapitulation eines Sportskandals haben, dann ja, muss ich euch folgende Informationen mit auf den Weg geben, was die Blu-ray dazu angeht. Denn um das Ganze möglichst authentisch zu gestalten und um den Zeitgeist halt richtig einzufangen oder zu vermitteln, hat Greg Gillespie dem Film so eine Art VHS-Look verpasst. Ja? Also wir sehen halt ziemlich viele reale TV-Aufnahmen oder Archivaufnahmen, gemixt mit den inszenierten Interviews und halt den nachgestellten Szenen und so weiter und so fort. Und damit das alles so in einem Guss wirkt, hat Gillespie viel Filmkorn verwendet, beziehungsweise so einen richtigen ja, VHS-Grizzle-Filter über das Bild gelegt. Also es wirkt nie wirklich rein und scharf, sondern immer sehr verwaschen. Damit, wie gesagt, ist es ungeheuer atmosphärisch, beziehungsweise authentisch, aber es entspricht halt nicht einem handelsüblichen HD-Bild. Ja, die Schärfe, die geht in Ordnung, keine Frage, aber da ist schon ziemlich viel Unruhe im Bild, also es grisselt überall und ja, auch im Dunkeln, ne, da geht halt doch schon einiges verloren. Also die Gesichter, die, ja, wie soll man sagen, die Kontraste laufen dann teilweise ein bisschen amok in den Gesichtern und Details gehen halt in den Schwarzflächen oder in den dunklen Bereichen verloren und es wirkt halt noch ein bisschen grisseliger als sonst. Und auch bei den hellen, sage ich mal, neutralen Flächen, da macht sich schon eine gewisse Unruhe bemerkbar. Das muss man in Kauf nehmen, aber die Schärfe ist an sich eigentlich in Ordnung. Ja? Und die Farben, die werden auch richtig schön verwaschen präsentiert, das ist alles richtig amtlich, aber man darf halt, wie gesagt, kein gewohntes, scharf durchzeichnetes, hochaufgelöstes HD-Bild erwarten. Was man dabei erwarten kann, ist ein, ja, ist ein schmissiger Soundtrack, der richtig schön durch die Boxen gejagt wird. Also die Tonspur, die schafft es schon, den Soundtrack oder halt den Score, also sowohl die klassischen Elemente als auch die ganzen Songs, die im Film verwendet werden, richtig schön durch die Boxen zu schicken und mal leiser, mal lauter erklingen zu lassen oder wandern zu lassen. Das ist alles schon ganz annehmlich. Ansonsten sind die Dialoge klar verständlich. Der Film ist halt doch sehr dialoglastig, dementsprechend kriegt man nicht so viele Hintergrundgeräusche oder Surround-Effekte zu hören, vielleicht in den Eishallen. Da kriegt man halt schon das Publikum so ein bisschen mit auf den hinteren Boxen, dementsprechend entsteht da ja eine schöne Klangatmosphäre. Aber ansonsten hält sich das alles zurück und glänzt eben aufgrund der ausgewählten Musikstücke oder eben des eigenen Scores. Und dann gibt es noch ja, ein bisschen extra Material. Es gibt ein paar Trailer, unter anderem zum Film und zu ein paar anderen Filmen. Und es gibt ein kleines Making-of, das ungefähr so 15 Minuten umfasst. Und da kommen halt nochmal alle Beteiligten zu Wort. Es geht um die Besetzung. Klar, es geht um den Regisseur. Es geht um die digitalen Effekte. Das fand ich ganz interessant, denn da sieht man unter anderem, was gemacht wurde, damit Margot Robbie auf dem Eis möglichst echt wirkt. Die ist auch echt gefahren, aber die Sprünge hat dann doch eine echte Eiskunstläuferin gemacht, die hatte so lauter Tracking Points im Gesicht und dann sieht man, wie die verschiedenen Layer, also die verschiedenen Bilder, die aufgezeichnet worden sind, übereinander gelegt werden, um dann am Ende den Eindruck zu vermitteln, dass Margot Robbie auch den Sprung gestanden hat oder geschafft hat. Und das ist ganz interessant, ganz nett, aber es geht jetzt nicht wirklich in die Tiefe. Die Bilder wiederholen sich auch alle ziemlich oft, die in dieser oder in diesem Making-of oder in diesem, wie soll man sagen, das ist eine Aneinanderreihung von Featurettes eigentlich. Die Bilder wiederholen sich ziemlich oft, die hier dafür verwendet werden. Man nimmt eigentlich nur den Trailer, was ein bisschen schade ist. Aber es gibt auch hier und da ein paar Eindrücke vom Set. Das ist ganz okay. Nur
sag ich mal so, umfangreich oder informativ, sieht eigentlich anders aus. Dementsprechend kann man die Blu-ray ja vorsichtig empfehlen. Also rein technisch gibt es jetzt keine großen Aussetzer, wenn man denn darauf gefasst ist, dass dieser Film möglichst authentisch aussehen möchte und dementsprechend halt auch einen verwaschenen Look mit sich bringt. Ansonsten ist es wirklich ein klasse Biopic meiner Ansicht nach, was toll gespielt ist, was ja schön temporeich auch in Szene gesetzt wurde, das ja ziemlich viel Humor besitzt, aber auch ziemlich viel Gefühl und dementsprechend ein sehr komplexes Bild der Geschichte übermittelt. Auf jeden Fall, einmal ansehen sollte man sich das Ding schon.